In China sind 8 Babys gestorben, nachdem sie gegen Hepatitis B geimpft worden sind. Die Impfungen fanden im Rahmen eines von der chinesischen Regierung bereitgestellten Gesundheitsprogramms statt. Chinesische Gesundheitsexperten überprüfen nun den von der Firma Biokangtai hergestellten Impfstoff. Einige Bezirke haben das Produkt benutzt, aber es handelt sich nicht um eine große Anzahl. Wir haben die lokalen Behörden gebeten, uns mitzuteilen, wo und wie viel von dem fraglichen Wirkstoff benutzt wurde. Wir werden überprüfen, ob die damit geimpften Patienten Reaktionen zeigen. Der Impfstoff wurde jetzt vom Markt ausgeschlossen. Viele Chinesen misstrauen den Behörden in Gesundheitsfragen jedoch, nachdem 2002 versucht worden war, den Ausbruch der Krankheit SARS zu vertuschen.